drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, early in the morning. Moin! Moin! Darf ich an Bord kommen? Aber klar! Vorsicht, festhalten, kann glatt sein. Moin Tanja. Moin Uli. Danke, dass wir an Bord kommen dürfen von der MS Geestemünde. Ja. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du hier? Ja, mein Name ist Uli Keller. Ich bin hier einer der Redner an Bord. Das heißt, ich bin der Gästeführer für die Einsätze der dicken Pötte-Tour. Da fahren wir 2 Stunden mit den Touristen durch die Schleuse raus an der Stromkaie entlang, an der Kolumbuskaie entlang. Und ich erkläre den Leuten, soweit es geht, den Hafen, die Schiffe und was es so zu sehen gibt. Das heißt, geht schon gleich spannend los mit einer Schleusung? Ja, das ist ja ein Tide-unabhängiger Hafen hier, der neue Hafen. Und wir müssen jedes Mal durch die Schleuse, weil sich der Wasserstand ja auf der Weser alle 6 Stunden ändert, von Ebbe nach Flut. Und das muss ausgeglichen werden und das geht nur mit Schleusen. Wie hoch ist der Unterschied maximal? Der ist hier im Bremerhaven so ungefähr 3,70 Meter, 3,80 Meter durchschnittlich. Ist also schon, wenn wir hier drin, haben wir etwa so den Hochwasserstand wie draußen auf der Weser im Hafen. Und wenn draußen jetzt richtig eine tiefe Ebbe ist, dann geht es schon 3,70 Meter runter in der Schleuse. Das ist ja spannend. Ja. Und die Stromkajen, was sehe ich da? Da sind doch die großen Containerschiffe zu sehen, Stromkajen, oder? Da sehen wir die ganz großen Containerschiffe. Bis 400 Meter ist jetzt so sind die größte Klasse, die es so gibt, mit 61 Meter breit. Das sind schon richtig große Klopper. Wir mit unseren 30,5 Metern, wir würden da also zweimal quer drauf passen und da würde nicht mal was überstehen an der Seite. Wir sind ja total winzig. Das muss ja total imposant sein, oder? Ja, man muss hier auf dem Schiff, wenn man sich auf dem Schiff befindet und wir fahren dicht dran vorbei, da muss man schon ordentlich so den Friseursitz praktisch einschalten, dass man das oben alles noch erkennen kann. Und Kreuzfahrtterminal, also man sieht eventuell auch noch Kreuzfahrtschiffe. Ja, Kreuzfahrtterminal, das ist ja vor der Stromkaie an der Kolumbuskaie. Da haben wir im Sommer, also jetzt haben wir Corona, da war das nicht so sehr mit den Kreuzfahrtschiffen. Aber wir haben hier in letzter Zeit zunehmend die Neubauten der Meierwerft hier liegen. Die werden von der Meierwerft überführt hierher und die machen hier quasi ihre Endausrüstung an der Kolumbuskaie. Und das sind auch Riesenschiffe. Die sind auch also 340 Meter lang und auch, keine Ahnung, an die 40 Meter hoch. Also da muss man auch schon den Hals recken. Und dann bis wohin fahrt ihr dann und wie geht es dann weiter? Wir fahren bis zum Ende der Stromkaie. Die Stromkaie ist ja 5 Kilometer lang, ist ja eine der längsten durchgehenden Kaien überhaupt auf der Welt. Und am Ende, da sind wir schon fast in dem Stadtteil Weddewaden, das war früher ein eigenständiges Dorf. Und dort geht es dann wenden wir auf der Weser und fahren auf der anderen Seite zurück nach Bremerhaven. Und vorher, wenn wir Glück haben, sehen wir auf der Sandbank noch die Seehunde liegen. Dort in dem Bereich ist eine Sandbank, die ungefähr 2,5 Stunden vor und nach Niedrigwasser frei ist. Und dann ruhen sich die Seehunde aus von ihrem Fischfang und sonnen sich und verdauen ihren Fischfang. Du, mir ist das eben aufgefallen, als wir hier an Bord kamen. Das ist ja eine ganz breite Rampe. Habe ich eventuell auch als Rollstuhlfahrer die Möglichkeit mitzufahren? Ja, ganz genau. Das ist also eine Gangway aus Aluminium. Trotzdem ist sie ganz schön schwer und ganz schön breit. Und die reicht aus, also auch für die breitesten Rollstühle, auch elektrisch betriebene schwere Rollstühle, können ohne weiteres über diese Rampe. Und innerhalb des Schiffes haben wir noch eine weitere kleine Rampe für die einzige Schwelle, die es dort in den Salon gibt. Das heißt, man kann die Behinderten mit ihren Rollstühlen ohne weiteres hier aufs Schiff fahren lassen. Die einzige Möglichkeit, die wir nicht haben, diese Leute können nicht mit dem Rollstuhl oben auf unser Oberdeck, weil wir haben keinen Lift innerhalb des Schiffes. Aber das ist ja ein tolles Angebot und auch eben für Kinderwagen und alles Mögliche, ne? Ja, prima. Kinderwagen, das verstauen wir hier meistens auch, entweder im Salon oder hier in den Ecken. Das ist also alles möglich. Mhm. Eine andere Sache, dürfen auch Hunde mit an Bord? Hunde dürfen auch mit einer Einschränkung. Sie dürfen nicht in den Salon, weil im Salon ist Gastronomie mit Essen und Trinken und so weiter. Und da gibt es so Spezialregelungen für den Bereich. Das heißt, die Hunde müssen entweder hier während der Fahrt auf dem Achterschiff mit ihren Herrchen, Frauchen bleiben oder es geht oben aufs Oberdeck. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wofür steht eigentlich MS? MS Geestemünde, was heißt das? MS ist einfach nur eine Abkürzung für Motorschiff. Es gibt verschiedene Abkürzungen bei Schiffen, dass man nicht immer wieder das volle Wort sprechen muss. Also MS Motorschiff, TS zum Beispiel Turbinenschiff, TMS Turbinenmotorschiff, SMS Seiner Majestät Schiff und so weiter. So kann man das alles einfach abkürzen und MS hat sich so eingebürgert. Klasse. Jetzt fängt es leicht an zu regnen. Wollen wir noch mal hoch? Gerne, aus dem Regen raus. Ja, genau. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning.
das ist ja ein toller Blick hier oben. Die Geestemünde, seit wann ist sie denn hier in Bremerhaven? Also hergekommen nach Bremerhaven ist sie im Jahre 2010. Mhm. 1975 ist sie ja gebaut worden, hat auch eine bewegte Geschichte schon, ist schon überall eingesetzt worden. Zu Anfang von der Husumer Schiffswerft aus im nordfriesischen Wattenmeer gefahren. Später auch mal eingesetzt worden als Fähre auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel. In Flensburg als Butterschiff gefahren. Auf dem Schaproder Botten auch auf Hittensee ist sie auch als Ausflugsschiff gefahren. Auf dem Dollard von Emden nach Delfzijl. Also die hat schon einiges von der Welt gesehen. Und ganz zum Schluss, bevor sie nach Bremerhaven kam, war sie zuletzt eingesetzt in Swinemünde in Polen. Bewegte Vergangenheit. Aber dann können wir uns ja froh schätzen, dass sie jetzt hier ist und dass ihr so tolle Touren damit macht. Genau. Seit 10 Jahren dicke Pötte-Tour. Das hat sich bewährt. Ist sie denn nur dicke Pötte-Tour oder hat sie noch andere Einsätze? Also hauptsächlich während der Saison machen wir die dicke Pötte-Tour. Aber was auch immer mehr und immer wieder gefragt wird, sind Seebestattungen. Das heißt, es wird vorher eine Feuerbestattung gemacht und dann kommt die Urne an Bord und die Trauergemeinde. Und dann fahren wir raus in ein bestimmtes Seegebiet im Wursterarm. Das war das ehemalige Hauptfahrwasser der Weser. Mittlerweile ist es ein Nebenfahrwasser, was kaum noch genutzt wird. Und dort fahren wir hin und dort gibt es eine bestimmte ausgewiesene Stelle. Da kann man diese Urnen versenken. Diese Urnen, die lösen sich im Seewasser auf innerhalb von 2 Stunden. Und dann hat man also keine Rückstände mehr. Das ist bestimmt sehr stimmungsvoll, ne? Ja, das ist also eine tolle Tour, eine tolle Art der Bestattung, finde ich. Und besonders schön ist es die Nachmittagsseebestattung, weil wir teilweise von dem Bestattungsort zurückfahren nach Bremerhaven und dann geht die Sonne unter, so direkt hinter dem Schiff und man entfernt sich so langsam von dieser Bestattungsstelle und die Sonne geht unter. Das ist, das bewegt die Leute schon, das ist schön. Das glaube ich. Ich habe mal gesehen, da drüben am Deich sind ja diese Gedenkdalben. Haben die dann auch was damit zu tun? Ja, das ist ein Bestatter, der bietet das an. Das sind Gedenkdalben. Das sind praktisch diese Dalben, die sonst immer hier an den Piers, große, lange Holzdalben. Und dort werden kleine Plaketten angebracht auf Wunsch mit dem Namen des Verstorbenen und dem Datum, sodass man so eine kleine Erinnerung hat, weil man ja nicht wie auf dem Friedhof das Grab besuchen kann und Blumen und so weiter ablegen kann. Und im Regelfall machen wir auch 2-mal im Jahr mit der Geestemünde auch noch eine sogenannte Gedenkfahrt. Das heißt, alle Leute, die mal Angehörige bestattet haben, die können dann nochmal mit diesem Schiff rausfahren. Und dann fahren wir zu der gleichen Stelle und dann werden nochmal Blumen über Bord geworfen. Dann gedenkt man nochmal den Toten. Ah, wie schön. Ja. Klasse. Ja, danke auch dafür, dass du uns das erzählt hast. Bitte. Uli, jetzt sind wir hier auf dem Oberdeck, ne? Oder? Ja, das ist unser Oberdeck. Auch regengeschützt, mehr oder weniger. Und man sieht auch alles noch nummeriert aufgrund der Corona-Pandemie. Also wir müssen zurzeit noch die Gäste genau auf ihre Plätze zuweisen. Also normalerweise ist freie Platzwahl. Also wenn das alles mal vorbei ist mit Corona, freie Platzwahl. Wer als Erster kommt, kann sich die schönsten Plätze aussuchen. Also hier oben habe ich ja dann eben auch frische Luft und ihr habt aber unten auch noch einen Salon, oder? Wir haben unten einen Salon, da ist ja auch, wie gesagt, da kann man essen und trinken, noch so eine kleine Kombüse. Und bei gutem Wetter ist natürlich dies hier oben der beliebteste Platz, bei schlechtem Wetter sitzt man halt lieber unten im Warmen. Ja. Ja, gut, dass du die Kombüse erwähnst. Ich habe schon gesehen, ihr habt Butterkuchen, Apfelkuchen, Waffeln, Bockwurst, also für den Hunger zwischendurch ist hier alles gut an Bord, ne? Für den kleinen Hunger zwischendurch reicht es, ja. Prima. Wie viele Gäste können denn überhaupt mitfahren? Ja, wenn man dann nach vorne mal guckt, da steht so ein Schild, 250 Pax. Und Pax ist die Abkürzung international für Passagiere. Mhm. Aber ich habe schon Touren gemacht hier mit ungefähr 170, 180 Gästen und dann ist das Schiff eigentlich schon proppenvoll. Also das ist so, dann wird es langsam ungemütlich. Dann müssen schon Leute stehen auf dem Achterschiff. Also 170, 180 ist eine schöne Zahl, dann ist das Schiff gut ausgelastet und jeder hat trotzdem noch seinen Platz. Perfekt. Ja, vielleicht können wir uns unten noch mal den Salon angucken. Ja, gerne. Ja, Tanja, ich sehe, du machst das genau richtig hier. Eine Hand am Geländer. Das ist eine alte seemännische Grundregel. Eine Hand fürs Schiff und eine Hand für den Mann oder die Frau. Dann kann nichts passieren. Weil manchmal bewegen sich die Schiffe durch vorbeifahrende Schlepper und so. Und nicht jeder ist es gewohnt, das auszugleichen. Also immer Sicherheit first, Safety first. Und jetzt gehen wir dort rein in den Salon. Alles klar. Vorsicht Stufe und Vorsicht Kopf. Mhm. Wow, das sieht aber Schmuck aus hier drin. Ja, hier schön. Ist es. Und große Fenster, dass man wirklich gut rausgucken kann, auch wenn man hier unten sitzt. Ganz genau. Und wir haben hier den Bereich
der etwas freigeräumt ist. Die Klappe ist natürlich normalerweise zu während der Fahrt und hier kann man dann die Kinderwagen und die Rollstühle abstellen und ansonsten ist dann hier die Platzwahl, außer zu Corona-Zeiten kann sich jeder hinsetzen, wo er möchte. Dicht am Fenster sieht man natürlich am meisten. Zusätzlich haben wir noch Klimaanlagen da vorne, zwei Klimaanlagen, da noch eine, dass auch im Sommer hier angenehme Temperaturen herrschen. Und jetzt da in der Ecke, das ist wie gesagt unser kleines Bistro, wo es ein Bockwurst und Waffeln und Kleinigkeiten gibt und auch was zu trinken. An alles gedacht. An alles, super. Fast alles gedacht, ja. Sag mal, MS, Motorschiff und Wärme, können wir uns mal den Motor angucken? Gerne. Da wird es ein bisschen eng gleich. Das geht ein Niedergang runter vom Achterschiff. Sehr steil und ein bisschen kuschelig. Und müssen wir auf den Kopf aufpassen und auf die Füße. Aber die Maschine sollten wir uns unbedingt angucken, weil die ist interessant und auch ganz neu. Die haben wir erst am Jahresbeginn bekommen. Und die schauen wir uns jetzt an. Klasse, ich bin gespannt. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Early in the morning. Ja, Uli, da hast du ja nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich eng hier und warm. Ja, sehr warm. Also das ist jetzt das Herz eines jeden Schiffes hier, der Maschinenraum. Direkt vor uns die niegelnagelneue Hauptmaschine, ein MAN 8-Zylinder Diesel mit ca. 16 Liter Hubraum und 400 kW, das entspricht ja ungefähr 544 PS. Und hinter mir einer der beiden Hilfsdiesel, der andere steht dort drüben. Die Hilfsdiesel sind hauptsächlich dafür da, das Schiff mit dem nötigen Strom zu versorgen, sodass die Hauptmaschine. Wie viele Knoten kann denn die Geestemünde machen, wenn es optimal läuft? Ja, das sind ungefähr 10 Knoten. Das ist nicht besonders viel. Also ein Knoten ist ja eine Seemeile pro Stunde. Das wären also knapp 18,5 Stundenkilometer, also gute Fahrradgeschwindigkeit. Und wenn wir hier auf der Weser uns bewegen, dann fahren wir natürlich teilweise mit dem Strom, also mit dem Flutstrom. Da kann es dann mal 4 Knoten schneller sein. Und wenn wir dann gegen die Tide fahren, dann wird es auch schnell mal ganz langsam auf 6-7 Knoten runter. Das ist halt so auf dem Tidegewässer. Ja, klar. Ja, das ist ja super, dass du uns das hier gezeigt hast, weil da kommen ja sonst die Gäste nicht rein. Und jetzt dürfen wir diese ganz neue Maschine hier explizit und exklusiv dann sehen. Ja, ganz genau. Das wäre auch schlecht, den Gästen zu vermitteln. Du hast selbst gemerkt, wie steil das da den Niedergang alleine runtergeht. Und alles keine Stehhöhe hier. Das ist alles maximal 1,30 Meter hoch. Und so kleine Leute gibt es selten. Außerdem ist es gefährlich, es ist auch heiß, viele Teile sind heiß und stromführend. Dort ist die elektrische Schalttafel auch noch. Also das ist ein Bereich, den sollte man den Maschinisten vorbehalten. Ja, dann können wir jetzt wieder hochkraxeln, oder? Genau, jetzt können wir aus der Hitze rausbewegen, wieder auf das kühle Achterschiff. Ich freue mich drauf. Ja. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Frische Luft, wie schön. Ja. Das war ja total interessant. Aber ich bin auch neugierig, würde gerne mal auf die Brücke. Dürfen wir die auch noch exklusiv sehen? Ja, das ist klar. Die Brücke ist natürlich das Herz des Schiffes aus Sicht des Nautikers, des Kapitäns. Und das gucken wir uns natürlich an. Da geht es jetzt wieder nach oben. Klasse, ich folge dir. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Jetzt sind wir hier also auf der Brücke. Ganz exklusiv zeigst du uns die hier. Was sehen wir denn hier alles? Ja, exklusiv ist es hier, aber manchmal dürfen auch Gäste hin. Wenn sie beim Kapitän freundlich fragen, dann macht er auch schon mal eine kleine private Führung. Okay. Ja, das ist die Brücke. Das Herz des Schiffes eigentlich aus Sicht des Nautikers. In der Maschine, das ist das Herz des Schiffes aus Sicht der Maschinisten, ganz klar. Und das ist eine kleine, gemütliche Brücke, wenig verändert seit der Bauzeit von 1975, mit Ausnahme der technischen Geräte, der elektronischen Geräte hier. Wir haben also ein Radar hier zentral, ein Flussradar. Wir haben einen Wendekreisanzeiger, der anzeigt, wie schnell sich das Schiff nach Backbord und Steuerbord dreht. Wir haben dort oben in der Ecke einen Ruderlagenanzeiger, der anzeigt, in welcher Stellung sich das Ruderblatt gerade befindet.
Dann haben wir verschiedene GPS, hier Global Positioning System, also Satellitennavigationssysteme, AIS, Automatic Identification System, das heißt, es strahlt ein Signal aus, wo andere Schiffe erkennen können, wo wir auf dem Radarschirm sind, wie schnell wir sind und wie wir heißen und so weiter, ein paar extra Daten. Und wir haben hier eine elektronische Seekarte, der Bildschirm ist jetzt leider schwarz, da kann man praktisch das, was wir hier auf der Papierseekarte, wird hier praktisch projiziert. Und man sieht direkt, wie das Schiff sich darauf bewegt. Also die Navigation ist auch mit diesen technischen Gegebenheiten relativ einfach heute, also solange wieder, alles funktioniert. Genau, auch wieder Sicherheit. Da ist es einmal elektronisch und hier ist es aber auch nochmal im Papier. Genau. Und hier praktisch die Zentrale. Das Steuerrad sieht richtig schön schiffig noch aus und Holz. Und ich vermute, das ist auch von 1975 noch mit Messing. Und hier muss man auch ordentlich arbeiten, wenn man steuern will per Hand. Es gibt eine Möglichkeit mit einer Zeitsteuerung, hier mit Joystick kann man auch Backbord, Steuerbord. Und es gibt die Möglichkeit mit diesem Gerät, ein Autopilot, da wird der Kurs eingegeben und das Schiff hält automatisch den Kurs, bis man wieder eine Änderung eingibt. Okay, und wo gebe ich Gas? Gas gibt man hiermit, das ist der Maschinentelegraph in kleiner elektronischer Form. Voraus fährt das Schiff voraus und rückwärts fährt das Schiff rückwärts. Und das war es eigentlich schon. Klasse. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Dafür nicht. Dann gehen wir noch mal runter, oder? Ja, dann gehen wir noch mal runter. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du uns so viel gezeigt hast hier auf der MS Geestemünde. Das war super spannend. Ja, hat auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann begrüße ich euch hoffentlich wieder bei einer der nächsten dicken Pöttentouren. Ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.